Damit Solidarität nicht mehr gesucht werden muss, sondern die Richtung vorgibt. Damit Vielfalt nicht abgelehnt wird, sondern für Applaus sorgt. Damit Gerechtigkeit kein Extra mehr ist, sondern Grundnahrungsmittel. Damit wir eine Gesellschaft und Arbeitswelt haben, die aus Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit besteht. Dafür gehen wir auf die Straße. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit.